Der Titel war angekündigt mit Brad, die deutsche Rentenversicherung. Es geht um die deutsche Rentenversicherung. Es geht aber tatsächlich um ein technisches Thema der deutschen Rentenversicherung. Denn hier gibt es so ganz tolle Infos für Experten, die wir sehen. Und zwar gibt es da so ein Meldeverfahren für allerlei Dinge. Inzwischen gibt es ganz viele elektronische Meldeverfahren, wo man allerlei interessante Dinge elektronisch melden kann, aller interessierte Behörden. Dazu gibt es seit einigen Jahren auf meinem die Kernprüfung. Das Schöne an der Kernprüfung ist, die deutsche Bürokratie hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, es wäre gut, die Kernprüfung in einem quelloffenen Format zur Verfügung zu stellen, damit auch Drittanbieter Dinge schreiben können, die mit diesen bürokratischen Programmen interagieren können. Diese URL kann man tatsächlich benutzen und da kommt man auf diese wunderbare Seite, Sicherheit für Generationen, bla bla bla, und diese Publikation beziehen. Wo ist meine Maus? Und da kann man hier auf diesen wunderbaren Download-Link klicken und dann kommt tatsächlich ein Tipp. Dieses Tipp habe ich mir mal ausgepackt, denn ich kannte schon die alte Version der Kernprüfung und habe mich köstlich über die alte Version der Kernprüfung amüsiert und wollte wissen, ob die neue Version auch so schön ist. Tatsächlich hat sich herausgestellt, die alte, ja, ist das eine Frage, oder? Ja, ja, was ist eine Kernprüfung überhaupt? Keine Ahnung, das heißt Kernprüfung, das heißt nicht, was es tut. die Kernprüfung ist, seitdem ich sie das erste Mal gefunden habe, meine Referenz für den schlechtmöglichsten Code. wir gehen da mal rein, also ich habe hier die alte Version, die Rentenversicherungs-Kernprüfungsressourcen-Version 1.1.0, die ich damals gefunden habe, und jetzt habe ich mir vor einigen Tagen die neue Version heruntergeladen. Von wann ist die alte? Die alte ist etwas älter, ich weiß nicht genau, da stimmt kein Datum dran, aber es muss irgendwie das 2008 oder so gewesen sein. Das hier ist die neue. Das ist das, was in dem Tipp drin ist. Das ist schon recht vielversprechend, wie ich finde, denn die Dateinamen sagen einem alles. so, jetzt muss ich hier mal meinen Spickzettel nehmen und einfach Dinge reintesten. Genau. Ich habe einfach mal so ein paar schöne Stellen herausgesucht heute. Zum Beispiel gibt es immer oben in den Dateien gibt es immer diese Header. Zum Beispiel hier gibt es neue To-Do. Irgendwo wird nämlich auf falschen Speicher zugegriffen. Ja, das ist halt ärgerlich. Das Problem ist ja bekannt. Man soll es halt in 54 Folgen gucken. Hier gibt es zum Beispiel eine Funktion, die, glaube ich, noch gebraucht wird, aber man ist nicht mehr dazu gekommen, sie zu bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wissen mit dieser Funktion nicht viel. Sie heißt Bezug CB und wird aufgerufen durch IBG Prüf und benötigt Hilfsfelder. Also danach kommt eine neue Funktion. Ich weiß nicht genau, was damit passieren sollte, aber man soll sich den folgenden Code auch angucken, steht in meinem Spickzettel. Und ja, das ist vielversprechend. Hier ist eine ähnliche benannte, die V-Bezug-CB. Ja, diese wunderbaren Parameter, die hat. Und im Wesentlichen die Prüfung dieser Tabelle beinhaltet. Aber wir kommen noch, also das wird jetzt alles ein bisschen hässlich darunter, aber es ist. Aber so schön angesehen. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Schaltjahrprüfung. Man kann sich natürlich fragen, warum ist das überhaupt, was ist überhaupt I-Schaltjahr? Also das ist alles ungarische Notation, heißt das, glaube ich. Das ist ein Integer, der Schaltjahr. Das kommt ja zu der wunderbaren I-Ist-Schaltjahr-Funktion. Die kriegt ein Jahr und ein Jahrhundert, wobei das Jahrhundert das Jahr ist und das Jahr das Jahrhundert, das sind Details. und die kann True und False zurückgeben. Nun wissen die meisten Leute, die C programmieren, das kann man auch ohne dieses Gleich haben. Im Prinzip schon. Jedoch wäre es nicht die Kernprüfung? Ja, genau. Muss man das nicht um mich nochmal benutzen? Happy Debugging. Happy Debugging. Was dazu? Ja, eins natürlich. Ja, eins tatsächlich. Es ist tatsächlich definiert. Warte mal. Wir können ja nachgucken. Und vor ist es auch noch? Ja, vor uns ist eins. ja. You've seen nothing. ich mache hier mal Wrapping an aus Gründen. Der ganze Code ist also ungefähr so. Man kann da relativ beliebig reingreifen. Ich finde das zum Beispiel eine schöne Funktion wie 1079. Und das hat keine Doku. Also, wenn man das Doku nennen möchte, was das andere Ding hatte. Aber das macht nichts. Man kann einfach die Callset nachgucken, wofür das benutzt wird. Dachte ich mir. Das ist die Callset von 1079. ja, nicht sicher, ob gewinnen, aber man kann es tun. Sieht so aus, als ob es aus irgendeinem Code-Generator Nee, jetzt nicht mehr. nicht mehr. Ja, ist ja so. Erstens ist es kein Code-Generator, zweitens
Spellchecken wurde irgendwann auch erfunden. Und drittens, ich habe das dumpfe Gefühl, dass die Nummern dieser Funktionen sich auf ein uns unbekanntes Dokument beziehen. Denn das hier nimmt nämlich hier den Abschnitt 7.8. Und die Funktion heißt auch T78. Also man kann da so ein bisschen detektivisch durchgehen, dann hat man manchmal Ideen, was alles sein könnte. Warum habe ich diese Zeile gewählt? Vielleicht wegen diesem wunderbaren Kommentar darüber. Ja, achso, und wegen magischer Konstanten natürlich. Ja, das hier ist so ein typisches, ja, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wenn es... Warum ist der Fehlerwert aus der Tabelle um Faktor 100 zu groß? Ja, aber ich glaube, das ist für einen anderen. Das bezieht sich, dieser Kommentar bezieht sich wahrscheinlich auf diese 100 hier. Verrottet das? Das wurde 2001 korrigiert. Ja, das wurde 2001 korrigiert, so sehe ich das auch. Und hier jetzt auch noch, ich glaube, dieser Integer, das ist der 30. Entschuldigung, der 1.1.2013. Probiert ja. In dem üblichen Format. Was soll ich sagen? Ah, wir ahnen bereits, warum der Code so hässlich geworden ist. Analog zu Cobol. ja. Das ist übrigens die übliche Variante der Dokumentation von Funktionen in diesem Code. Also das ist absolut repräsentativ. Wir haben eine Funktion, der Name ist gut dokumentiert und sie hat Parameter und möglicherweise Klimawerte. Diesen Block findet man problemlos noch 200 Mal in dem Code. Also quasi identisch, aber der Name ist korrekt ersetzt. Warum so? Ja. Aber nicht mal die Anzahl der Parameter. Wie lange soll dieser Code benutzt werden? Dazu kommen wir später. Weil ich frage mich gerade, warum man überhaupt Schaltjahre berechnet. Es gibt viele Fragen zu diesem Code. Unter anderem, wie man Schaltjahre berechnet. Ja, weil man muss dieses Feld nämlich leer machen, weil später Funktionen da reinschreiben werden. Und dann ist es nicht gut, wenn da noch alte Werte drin sind. Es ist ein bisschen magisch, wie diese Art der Hilfsfelder benutzt werden. Das sehen wir später noch. Immer die Hilfe, genau. Oh ja, dann gibt es ganz oft so AI. Das sind, ich weiß nicht wofür A steht, aber es sind Integer Function Return Codes. Diese Funktion zum Beispiel gibt diesen Return Code zurück und wenn man mehrere hundert Zeilen, wir sind jetzt in Zeile 784, habe ich mich auch gefragt, wo kommt der her? Wir können einfach mal eine Reverse-Suche machen. Da kommt er her, der ist 0. Das ist 120 Zeilen weiter oben. Aber zwischendurch tut die Funktion noch andere Dinge. Insbesondere AC-Hilfsfelder für Stream-Copying im Wesentlichen. Ja. Aber es ist schon praktisch, dass die mir viel schlagen kann. Ja, das ist gut. Doch, kann sie, aber nicht in ihrem Return-Code. Das wird im AC-Hilfsfeld abgelegt, glaube ich. Vielleicht weißt du zwischendrin diese Variable irgendwie zu. In einer anderen. Ja, in einer anderen. Ja, ja, hier gibt es zum Beispiel eine Beschreibung. Diese Funktion hat die Funktion, dass sie von IBGT aufgerufen wird. Damit ist ihr Funktionsaufwand im Wesentlichen. Also keine Ahnung, wo die passiert, aber wird vermutlich sogar so stimmen. Nehme ich an. Also es sind nicht alle Kommentare richtig, aber die meisten haben zumindest einen mehr oder minder direkten Bezug zum Code. Ah, hier, wir werden Schaltjahre berechnen. So werden Schaltjahre berechnen. Zum Beispiel, get i last day of month. I natürlich, denn es ist ja Tage. Wie schön sehen, das ist ganz klassisch. Es gibt den Januar, es gibt den Februar, der kann, je nachdem, es ist vielleicht durch 4, vielleicht durch 100 teilbar, vielleicht durch 400, das kann man nicht genau wissen. Manchmal gibt es auch normale Schaltjahre. Naja. Okay, das kann man sich ungefähr vorstellen, wie es weit geht. Bla bla bla. Aha! Nur weil wir einmal wissen, wie ein Schalt berechnet, heißt das nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, ein Schaltjahr zu berechnen. Man kann es auch so machen. Guckt, ob etwas ein Schaltjahr ist. Im Jahrhundert sind nämlich die beiden letzten Zahlen des kompletten Jahres und im Jahr ist das komplette Jahr. Nach des Jahrhunderts spreche ich halt nicht das Jahrhundert, sondern das Jahr im Jahrhundert. Wofür auch immer es notwendig ist. Das ist aber wirklich so. Das Jahrhundert wird hier durch 4 geteilt und je nachdem, ob es 0 ist oder nicht, ist es ein Schaltjahr oder nicht. Das funktioniert. Das Jahr im Jahrhundert ist geteilt. Ja, das Jahr im Jahrhundert, das heißt nur Jahrhundert. Ja, gut. Aber der Kommentar erklärt das doch. Ja, gut. I2A. Die ist verdächtig groß geschrieben. Es gibt ja eine I2A-Funktion in C. Aber dieses hier suggeriert bereits eine andere I2A-Funktion zu sein. Die kann nämlich etwas Besonderes. Die kann hinten wissen, in welcher Basis sie konvertieren soll.
Die konvertiert nämlich in der Basis 10. Das merken wir uns ein bisschen, das sehen wir vielleicht später nochmal. Wenn die Formulare kein Excel eintragen, ne? Ja, manchmal sind auch Dinge über, das bleibt dann halt so drin, weil Version Control ist halt auch nicht so cool. Und wer weiß, ob man den Code noch brauchen kann. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch allgemeine Lösungsansätze. Diese Klasse bietet alle Funktionen an, um einen Datenbaustein zu erstellen. Create. Ich weiß nicht genau was, also ich habe eine ungefähre Ahnung, was sie versuchen. Sie bekämpfen nämlich das Problem, dass sie Fixed-Birth-Datensätze verarbeiten. Und das hier ist so eine Art Parser, ahne ich. Der Gott ist halt so ein bisschen eintöniger. Aber es ist schön, wie diese Funktion, die keine Kommentare mehr haben. Das ist halt wirklich ein bisschen schwer zu lesen. So was scrollt da niemand runter? Ich weiß nicht. Soll ich sie das nur machen? Nein. Wie groß ist es insgesamt, das Source Code? Groß. Ne, das hier, können wir gleich mal gucken. Das hast du die Pfeilübersicht gerade gesehen. Schön finde ich, dass in ein paar so gibt es auch so Changelog-Einträge, zum Beispiel diesen hier. Nächste 2 Zahlen eigentlich wirklich 3. Zahl in 9 auf 8 geändert. Am 26.11.0. Ich bin mir nicht genau sicher, auf welche Zahl sich das bezieht, denn auch hier wurden die nächsten 2 Zahlen eingefügt. So, es gab jedenfalls Änderungen. Sehen wir eine 8, 7 oder 9? Ja, jetzt. Yeah. Wo ist deine 9 oder weiß ich nicht. Das ist vielleicht das 8. Zeichen. Nein. Ich habe dieses Rätsel nicht lösen können, aber. Wenn sich das auf den Kommentar bezieht. Also die 3. Zahl ist der andere Kommentar. Das können wir auspendeln. Hier zum Beispiel wurde die Eltern von Long auf T-Time gestellt. Das ist ein schöner Changelog, weil der ist relativ klar für mich. Da weiß man, da wollte jemand, dass sie jetzt mit ordentlich Tea-Time-Gearbeitet wird. Und in der Tat, wir sehen auch, das ist geschehen. Oh ja. Ja, und für den Fall, dass man das rückgängig machen muss, hat man sich das sicherheitshalber aufgehoben. Das finde ich gut. Kann man da Zeit nochmal L anfangen? Mhm. Ist die Variable immer noch L-Zeit, ne? Ja, pst. Ja. Ja, weißt du, wie heißt das? Durchgängigkeit? Nein, Konsistenz, genau. Ist sowieso so ein Problem. Also hier zum Beispiel ein schönes Beispiel für konsistente Formatierung. Ohne Not, also wirklich. Das ist aber die andere R2I. Das ist eine andere R2I. Das war auch nicht I2A, das andere ist I2A in All Caps. Man beachte auch den wunderbaren Fehlerbehandlung hier. Man kann entweder, waren die Zeitangaben alle korrekt, dann benutzen wir sie. Alternativ organisieren wir uns einfach jetzt und parsen das irgendwie da rein. Die Funktion ist immer successful, die return entweder das geparste Datum oder das heutige Datum. Warum ist mir nicht ganz klar, aber das gilt für viele Sachen in diesem Code. Es gibt auch tatsächlich relativ ausführliche Versionsinformationen, da können wir erahnen, wie alt das schon ist und an wen das verteilt wurde. Also dieser wunderbare Code wird benutzt von den Krankenkassen, ich weiß nicht, was VDR ist, der Bundesanstalt für Arbeit und das weiß ich auch nicht. Dann wurde das von der BFH übernommen 2003, das wurde auch im Internet verteilt. Verband Deutscher Rentenversicherung. Oh, wunderbar. Ah, und die kommunalen Träger der BA haben es inzwischen auch bekommen. Das ist die BFA, oder? Es gibt die BFA und die BA. Und jetzt auch die Deutsche Rentenversicherung, Bund und noch ein paar andere Leute. Also der Code ist relativ, ich befürchte, relativ weit eingesetzt. Bis zumindest hier 2014 irgendwas. Formatierung. Ja, Formatierung. Der Code hat viele Probleme. Ja, sind teilweise den Schiff, oder? Aber ich wollte mir es gar nicht gibt. Ich kann wieder rausnehmen. Ja, nicht gut. Am 17.06.1998. Ja, aber er war dran. Dude. Ja, das, ich glaube, das ist Dude heißt, das ist halt nämlich die Namenskonvention. Hier gibt es zum Beispiel Header für die Plausi-Funktionsdeklaration. Was mir nicht ganz klar ist, ist, warum es den gibt, denn die hier. Also, nicht, dass er viel erklären würde, der Header, aber sie ist zumindest deklariert. Also, man erkennt so von mehreren Menschen.
sowohl die Form der Kommunikation erfreut mich, aber auch das zugrunde liegende Problem, dass jemand versucht hat, zwischen verschiedenen Invocations von Main lokale Variablen dazu zu versuchen, also interprozedurale Kommunikation quasi zu machen, glaube ich. Also der hier kommentierende Programmierer erklärt das ja für unzulässig. Korrekterweise. Ja. Genau, das haben wir ja. Willst du machen? Nein. Eins. Ich weiß nicht, ob dann hier schon nicht so ganz sicher ist, was sie genau bedeuten sollen. Der Film wird später eine eigene Historie hier studieren können geben. Das hoffe ich sehr. Git-History, das ist interaktiv. Naja, interaktiv. Also man kann hier manchmal beenden mit Eingabetaste. Dann wird hier der wichtige Integer-Input-Character gelesen und dann Return 0. Ich mag es, dass wir uns sicher sind, dass ein Input-Character ist und ja. Das ist schon gut. Das müssen ja sogar Funktionen, die sie nicht selbst geschrieben haben. Ja, das ist erstaunlich, ne? Du stehst aber vorher geöffnet. Ja, sonst geht es kaputt. Dann gibt's, den finde ich auch schön. Der kopiert diesen einen empty String, aber höchstens 27.671 Zeichen davon. Und warum auch immer genau so viele. Ich denke, weil das Feld so lang ist, aber let's check this actually. ja, hoffentlich. Ja, es ist die gleiche Zahl. Reaktiviert. Ja, es gibt die Ausgabedatei, die Fehlerdatei noch nicht immer, sie war zwischendurch aus, denke ich. Satzzähler, Pointer-Definitionen folgen hier. Das ist auch korrekt bis zu dieser Zeit, aber nein. Zwischendurch gibt es auch verzweifelte Versuche, einer ID sich nützlich zu machen. Aber es handelt sich hier bei meiner Solution, da ist es nicht mehr so beruhigt. Ja, genau, das ist die Datei DU055U. Die wird, das ist nämlich das Unterprogramm von DU055C. Das erklärt den Dateinamen. Den habe ich das erste Mal dank dieses Kommentars verstanden. Aber sieht das Teil jetzt. Neuerstellung, es gab eine vorherige Version. Ich vermute, es gab eine vorherige COBOL-Version, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Deswegen sehen die. Deshalb sieht das auch alles total crazy. Also deshalb sieht das crazy aus. Sie haben auch andere Probleme, auch dass es früher COBOL war. Das kommt. Dann kann wahrscheinlich irgendwann konvertieren. Das ist nicht automatisch konvertiert, wir erinnern uns. Das hat Kommentare machen. Warum soll sie denn da jetzt irgendwie 27.871? Weil die Fixed Width Input-Datensatzbreite von dem Kobold-Ding die 27.671 Character pro Line vorsieht, deshalb. Wenn sich das ändert, musst du halt gut rechnen. Es darfst du halt keine Stelle vergessen, die du updatest, sonst geht es halt subtil nicht. Aber es geht auch manchmal sonst subtil nicht. Man macht diesen Kommentar. Wie gesagt, die Renten sind sicher. Ich hab so eine Ahnung, wo du herkommst, aber. Ja, das ist eine Methodendefinition. Vielleicht so ein notes Ding. Dies auch. Dies, wie ich finde, ein bisschen schöner als die davor. Sie ist wenigstens Open Source, ja. Unter welcher Lizenz steht das? Kann man runterladen, keine Ahnung. Das ist vielleicht kein C-Code, sondern. Interkal oder so. Das ist der Templo-S-Dialekt von C. Aber wir wissen, wer es geschrieben hat. Der Templo-S. Der hat einen eigenen C-Dialekt geschrieben. Das ist der wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel auch hier. Das ist der Anfang von Absatz 525. Und die Funktion ist entsprechend benannt. Das wäre nützlich. Wenn man später zum Beispiel im Dokument was umnummerieren will, hat man fast keinen offenen Code. Ja. Gute Frage. Ich denke mal, war das nicht so ganz einig. Die Änderung wurde übrigens rückgängig. Ja, ich höre, was ist denn das? Hast du die Version mal verglichen? Ja, habe ich. Es ist Heilungsdurcheinander. In diesem Code finde ich auch das Aussehen einfach nicht ästhetisch. Das ist so sehr viele, sehr gleiche Dinge auf einem Haufen. Kann man sich austrocknen und irgendwie. Ja. Den kann man aufmachen, wenn irgendein Hacker fehlt. Ja, oder sowas, genau. Einfach abgeht. Einfach so. Hier fällt etwas auf, denn
jeder dieser Blöcke endet in I, eine Pointer I, Fehleranzahl ist I, Fehler und so weiter. Was, glaube ich, die Fehleranzahl um die Anzahl der reporteten Fehler, die sich aus dem hinteren Teil ergeben, inkrementiert. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen wage, ist das in diesem Block nicht der Fall. Fehler aus diesem Block zählen nicht zu den Fehlern. Nee, oben schon. DBVR-Fehler sind ja auch. Oh, die DVBR-Fehler sind extra. Aber nicht doppelt. Aber die sind sonst auch immer am Ende. Also hier sind sie am Ende und ein bisschen schlecht eingerückt, aber im Prinzip sind sie am Ende. Vielleicht haben die auch CTF-Umgaben. Sie glauben nicht an die Addition außerhalb der Funktion, oder? Nein, 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 das. Das ist auch nicht nach dem Feinkonzept die Addition außerhalb der Funktion. Ich befürchte, diese Software ist nicht einfach entstanden. Sie wurde lange geplant. Das muss bei der nächsten Version nicht besser gemacht werden mit Feinkonzept, jawohl. Ja, das muss man auch lange planen, damit ja, man weiß, an welcher nicht. Stelle man was ändern muss. Ja, aber manchmal weiß man es nicht, weißt du? Ich mag das, wie meine Dingsies immer genau geroutet Replies sind. Das muss man beachten. Man kann überall inkluden. Da kommen vermutlich Pointer, bin mir nicht sicher. S bis C. Ich mag auch solche nicht ganz idiomatischen Schleifen. J ist 0, solange X 0 ist. Ja, in Wirklichkeit ist es ein Scan durch so eine Tabelle. Und die am Ende wird geprüft, ob wir das erreicht haben. Das ist also für die idiomatischen C-Programmieren etwas schwer zu lesen, aber ich glaube, das funktioniert tatsächlich meistens. Jedenfalls, nachdem die Endebedingung der Prüfung korrigiert wurde. Die Fehleranzahl ist die Fehler plus Hinweise. Ja, korrekt, aber nicht überall, das kommen wir noch. Wie durch. Warum? Warum? Was ist eigentlich falsch? Warum kann ich den nächsten Bookmark aufmachen? Das habe ich nicht. Ich finde das gut. Du siehst, ja, ist beinhaltet die Anzahl der Fälle und die Anzahl der Hinweise. Deshalb ist das Feld Anzahl Fehler im Ausgabesatz folgendermaßen zu bestücken. Fehleranzahl minus Hinweisanzahl, jawohl. Steht da auch. Außer wenn es 9 sind, dann sind es nämlich 10. So. Oh Mann. Ja, nein, was? Ich versuche, wenn es mehr als 9 sind, dann sind es trotzdem nur 9. Was? Na, Mist, ich habe ein Autoscroll hier in meinem Bookmark-Ding gebaut, in meinem Mapping. In meinem Tier. Wenn ja. Es klein und nein, wenn es 9 waren, dann werden es jetzt 10. Und das nächste? Ja, wenn es danach immer noch 9 geblieben sind oder 8 sind, dann passieren Dinge. Ansonsten passiert. Oh, ja, so, dann sind es wieder 9. Das hab ich. Oh, das ist schön. Das hab ich nicht gesehen. Lovely. Stimmt. Ich glaube, da laufen mehrere Programme bei den Fehlern und bei den Funktions. Einfach mal so. Deklarationen. Ich glaube, es ist ja alles Ziel, was an der Stelle noch keine Parameter namen konnte, ne? Wieso? Das kann doch Parameter namen. Null bekommen. Was ist daran kein Parameternamen, hä? Das sind die neuen Funktionen, die alten haben auch keinen. Ne, stimmt, die haben nicht alle. Ja, das ist richtig, sind die neuen. Ich denke, die DBNA gibt es schon länger als die TSNA. Was auch immer, genau das bedeutet man. Das sind alles sehr praktische Abkürzungen, denke ich, für einen guten Behördenbetrieb. Hier soll man Zeile 40 und folgende lesen, mal sehen. Die Fine True, die hatten wir schon gesehen. Aber es gibt noch mehr Definitionen, zum Beispiel, ob Akdoi ist, in Wirklichkeit Akdoi. Das ist sehr praktisch, wenn man das String nicht zum Beispiel ändern sollte, kann man ihn einfach da ändern. Ich weiß nicht genau. Das ist aber sinnvoll, ne? Ja, diese hier sind sogar so ein bisschen sinnvoll. Sind die alle nicht auch? Ja, damit man suchen kann. Damit man sich falsch schreibt, dann gibt's den. Ja, das ist dann merkmäßig, das stimmt. Ist Numeric Character. Hier, das könnte man eventuell im ASCII nachschauen, aber man kann es auch so programmieren, ja. Es wird aber noch besser. Diese Makrodefinitionen sind ziemlich cool. Ist Char gewesen Anlage 15a zum Beispiel, ist ganz klar, es ist ein A und ein B oder so weiter, bla 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 bla, das kann man sich vorstellen. Und die meisten anderen Characters sind auch irgendwie in Anlage 15a. Das Tolle ist, das kann alles ein Compiler machen. Zur Compiler. Guck mal, was der Compiler noch machen kann. Man muss Makros gar nicht mit Parametern machen, man kann Makros auch ohne Parameter machen. Dieser, gleich ASCII-Sonderzeichen zum Beispiel, prüft das ACH-Feld. Das ist ziemlich praktisch, da muss man nicht immer diese Lokalvariablen in die Makros reintun, man kann einfach sich darauf verlassen, dass immer das ACH-Feld 1 dafür verwendet werden kann, Zeichenarten zu prüfen. Das ist viel nützlicher. Ja. Zeichen, ist es ein ASCII-Character? Ein ACH? Ja, es ist ein ASCII-Character-Hilfsfeld, denke ich.
Das erste seiner Sorte. Eventuell das zweite, aber ich denke das erste. Hier ist die Definition von Ad. E-Mail-Ad. Just saying. Warum ist da ein Paragraphenzeichen? Damit du dein Ad-Zeichen E-Mails auch mit Paragraphenzeichen nutzen kannst. Für besonders alte... Ich denke, vielleicht gibt es Zeichensätze wie EBCD. Ich weiß nicht, ob das ein Ad hat. Bin mir nicht sicher. Oder besonders alte Tastaturen, die noch kein Ad haben. Und sowieso alle, die A enthalten, nicht mit Cobalt enthalten. Ja, gut zu wissen. Hier gibt es auch noch andere Probleme. Ja, zum Beispiel Einrückungsding, aber egal. Das weiß ich schon von. Das ist drei gleichen Buchstaben und gleich zwei. Die Fehlermeldungen sind der Hammer. Auch hier, Konsistenz über Konsistenz. Warum? Und siehe auch magische Strings. Also man muss das nicht mit Markus, man kann auch einfach Strings irgendwo hin tun. Ich glaube, das bedeutet, dass Jugoslawien in der Form nicht mehr gültig ist. Da steht's. Das ist für mich hier Fehlercode 13. Wenn man kein Not benutzen kann, kann man auch Not so machen. Es ist möglich. Ja, kommt einfach alles auf einen schlechten Umbuchstaben in Großbuchstaben. Gut. Ja, man kann das hier to upper benutzen, aber manche Sachen funktionieren to upper halt nicht so gut, das kann man einfach Hand machen. Aber wohl das ja? Zu Christuszeiten geändert. Warum? Das Jahr 94. Sicher ist ein Java und nicht ein Aktenzeichen. Ja, das kann man nicht wissen. 18.11.094. Ja. Ich kann nochmal zurückgehen, weil ich hab's. Warte mal, ich mach's mal auf. Was war's hier, der hier? Ja, ich denke, das. Ja, komm, der hat die eine Ziffer. Das ist von der Qualitätssicherung 41 ist es auch übrigens aufgefallen. Ne? Also, es ist nicht, dass sie keine Qualitätssicherung hätten darüber. Die Qualitätssicherung hat da die Null an die falsche Stelle getan. Okay. Ja, wenn die Qualitätssicherung es kaputt gemacht hat, ist dadurch besser geworden, jawohl. So. Hier kann man auch gucken, wenn es ein S-Carry. Okay, das tut dem. Es ist in Wirklichkeit Test-Stop 4. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Ein bisschen. Ist 15a, genau. Da wird das AC-Hilfset mich von Hand reingetan. Aber das muss man zum Glück ja nicht bei allen Makros machen. Aber Anlage 15a ist gar nicht so praktisch, denn es gibt auch SZ, wie wir hier sehen. Der erste Buchstabe darf auch kein Punkt sein. Ist aufgefallen am 3.9. Es gibt viele Fehlerfälle, die hier geprüft werden. Ja, das ASCII-Character-Hilfsfeld enthält ASCII-Character. Das ist nämlich ein Character. Er geht in C bekanntlichermaßen von 0 bis 256. Ich glaube, jemand hat versucht, die hier Unicode-Support einzubauen. Ich bin mir aber nicht sicher. genau. Nein! Compiler-Warnings sind eigentlich auch eine coole Erfindung, aber ich vermute, wir werden ihn ausgründen. Ja, man kann das auch nicht einfach ändern. Die das kann ändern. Ja, das kann ich anpatschen. Finger weg. Oh Gott. Ja, man spürt förmlich die Schmerzen beim Entwickeln der Software. Ich finde, das ist richtig so. Man kann auch Integer auf unterschiedliche Weisen repräsentieren. Hier zum Beispiel sehen wir den Fall drittens. Warum habe ich diese Datei ausgewählt? Vielleicht, weil sie unnötig lang ist. Das könnte sein. Das ist die FDBATS 010.10. Gibt es schon eine? Die gibt es, ja. Sie ist auch, die hat eine Funktion, die IFDBATS 010. Auch keine Parameter. Nee, doch, die hat hier einen Character, nämlich das PC kennst. Das kann ja sein oder nein. Wenn das jedoch nicht ist, dann die 10. Das ist die gesamte Datei und die gesamte Funktionalität dieser Datei. Ja, hier ist mal wieder eine Funktion. Achso, die habe ich auch. Es gibt diese Blöcke auch mit Sternen am rechten Rand oder an dem, was sich für den rechten Rand hält. Die Funktion gibt es aber auch ähnlich, von daher ist es vielleicht nicht so schlimm. Ja, auch hier gibt es eine Möglichkeit, das zu berechnen. Naja, wenn man die richtige Schaltjahr-Routine nicht findet, dann kann man sie. Ja, kann man die nochmal lokal instanzieren, korrekt. XGCD 927. Oh, Spoiler, there or not. Lass mich schauen, was dort steht.
Warum mag dein ZSH keine Commons? Weiß ich nicht. Die Tabelle, zulässige Länderkennzeichen. In FD 250 und FD Baden-Württemberg stehen sie nämlich auch. Diese beiden Tabellen müssen identisch sein. Ich habe diese Prüfung vorhin für euch übernommen. Diese Tabellen sehen halt auch so aus, sind beschissen zu prüfen. Denn die anderen beiden Tabellen sind anders formatiert. Und schon in anderer Reihenfolge. Warum gibt es diese Funktion? Ach, das ist auch eine von den wichtigen. Was? Wenn es ja dann sein? Ja ist oder nein ist? Naja, oder wenn es halt ja ist, dann würdest du anderen nein. Ansonsten wird es 10. Und dann ist es aber okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was damit bezweckt werden soll. Aber whatever. Ich habe mich gerade 46, okay. Ah! Okay. Wir können das ja automatisieren. Schalt ja, so. Das ist die Maul auf. Davon sind die meisten irgendwelche Tabellen oder Tabellendefinitionen. Es gibt einige Dateien, die sogar in der gleichen Datei mehrere Tabellen definieren. Wo ist sie? Einheitlich. Hey, du hast doch gesehen, es gibt den Switch-Case-Modus, es gibt diese Tabelle mit den 4 Lines, weil alle 4 Jahre ein Schaltjahr kommt. Und es gibt die Version, die mit if-else prüft, ob es ein Schaltjahr ist. Und es gibt i-ist-Schaltjahr. Und wann ist das erste Schaltjahr, wo sie sich nicht einig sind? Da habe ich... in der 2100. Ja, in der alten Version hatte ich den Fehler von mal rausgenommen. Es gibt, funktioniert das alle 4 Jahre Ding nicht, weil das dann nicht durch 400 selber ist. Ah, der Rückgabewert ist dokumentiert. Wie nützlich. Nicht nur das müssen, das Oh, für den Fall, dass man nicht genau weiß, wie die ersten 13 Integer sind. Und die nochmal aufgeschlüsselt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das soll. Man kann natürlich so programmieren. Inklusive 0. Ja, ja, na ja. Ja, aber. Aber was? Das ist in Lua geschrieben, hätte noch eine wichtige Funktion. Also es gibt auch viele Möglichkeiten zu prüfen, ob das ja oder nein ist. Ich mag auch, wenn all diese drei Funktionen machen quasi nichts aus zu gucken, ob das ja oder nein fällt, aber unterschiedlich. Und das ist sehr nützlich, denke ich. Da kommen viele. You don't say, ich muss das Wrapping anmachen. That wrap. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, das ist so. Zieht sich durch diesen ganzen Code. Ja, genau. Weil ich den ganzen Code genau. Ich bin mir nicht so sicher, was hier geschieht, habe ich das mal irgendwie gemacht. Und das. Oh, man hat einen Großbuchstaben. Wir kennen diesen Code, aber es ist eine andere Datei. Auch hier wollen wir mal kurz. Ja, wollen wir mal kurz gucken, wie oft das so vorkommt? Umwandeln in. Ja, ich hoffe, der Qualitätssicherung ist das im Allgemeinen aufgefallen. Das ist offenbar anders, wenn es ein Vorjahr oder Familie ist. Ja, das ist schön. Manchmal geht die Optimierung auch wieder an für den Teil, der kurz sehr schnell laufen muss, nämlich den folgenden. Naja, auf jeden Fall. Ja, ist wunderbar. Ja. Ich habe leider gerade meinen Spickzettel gemacht. Wo war ich? JudeF GB010. In 2. Ja, ich meine, genau, hier kann man wunderbar sehen, wie man diese Matrix benutzt. Es ist nämlich entweder das ACH-Feld 1.0 gemäß Anlage 15a oder gleich ASCII Upper. Und ASCII Upper arbeitet implizit auf dem ACH-Feld. Da kann man viel Arbeit sparen. Muss halt in jeder Funktion ein ACH-Feld 1 definieren, aber das kann man ja machen. Ja. Was Burg, Herr Franz, Gräfin, bei Fräulein, euer Fürst. Ist in 2007 aufgefallen. Truchsess. Ja. Truchsess finde ich gut. Ne? Oh. Dass er nichts verloren geht. Das ist auch nicht schön, warte mal. Was? Das Nobra, gültige Namenszusätze. Ja, gültige Namenszusätze gemäß Anlage 12. Und wir schauen, was alles zulässig ist.
Wo ist der Truchsinn? In allen Abkürzungsvarianten auch noch. Ja. Aber sie sind nur gültig, wenn sie genügend Leerzeichen haben. Ja. Die Erdgräfin ist aber länger. Warum, ist mir nicht bekannt. Deine Tabs sind wieder zu groß. Ach, oh, du hast wahrscheinlich recht. Das ist wahrscheinlich zufällig auf der Tabgrenze und das ist... Oh. Aber warte, das ist fixed with... Das sollten Spaces sein. Das sind fixed with Dingsies, die mit String End Compare verglichen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Erdgriffen überhaupt funktioniert. Nur mit Tabs. Wo ist denn der... Der Trost ist da und schön finde ich auch den Dutzen. Ja. Ich denke, es gibt irgendwo in Deutschland einen Prinzen, der falsch geschrieben ist, für den dieser Fall... Wie passiert das? Warum ist dieser Prinzen in der Anlage 12? Das ist doch die einzige Frage. Außerdem die Frage, was ist ein Rabe? Ja, und Ende ist Ende. Das kann man nämlich, damit wird die Schleife terminiert. Ich will mir jetzt Ende Chaoskirche. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Ende irgendwie einen Namen hat. Dann platzt es wahrscheinlich. Michael Ende hat also ein Problem. Hier wird die Logik erklärt. Mit der Ende halt. Also eine andere Logik. Oder jedenfalls erfolgt der Versuch einer Erklärung. Was? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist jedenfalls wichtig, sind gerade viele Ausrufzeichen. Weil das Geburtsdatum ja bereits war. Ohnehin scheitern muss. Ja. genau. Warte. Aber dann ist auch klar, warum es so teuer ist, den Namen zu ändern. Tabelle ungültiger Geburtsorte. An folgenden Orten würde nicht geboren werden. Rente, Beitrag, Gesundheit, Anwärter, fehlt. Ich sehe jetzt die Idee ohne Angabe, ohne Angaben und den Ende auch nicht. Jawohl. Was ist. Also geht ja bitte nicht. Die wären so. Nicht sicher, ob, aber es klingt nicht gut. Damit man String Compare benutzen kann, wird vorher sichergestellt, dass genügend Dings da reinkopiert wurden. Mhm. Außer die mit Tabs. Mhm, ja. Ich sag nur, hier wird irgendwo schlechter Speicher zugegriffen, ne? Hier ist das ausmontiert, da kann man sehen, wo das Problem lag. Oder so. Die Überprüfung. Wir können das noch versuchen zu verstehen, wenn wir wollen. Nein, ich denke nicht. Also ich jedenfalls nicht. Seite 38 kommt dann. Ich denke, das Problem ist, dass wir das zugrunde liegende Design-Dokument nicht haben, deshalb nicht wissen, was auf Seite 38 steht, aber die spezifiziert offenbar dieses hier. Krieg ich mal dieses Design-Dokument, ich frag den Stab. Das wäre eine witzige Idee. Das wäre wirklich eine witzige Idee. Auf welches Dokument bezieht sich dieser Code? Ja, das ist schon witzig. Es gibt Section 7.8 und eine Seite 8. Hier auch, also man kann ja magische Tabellen machen, man kann auch einfach das Inline machen. Hier gibt es zum Beispiel so eine Prüfung, ob das einer von diesen Strings ist. In diesem Fall, in manchen dieser Fälle, falls nämlich die PI gibt, 10, 11, 12 oder 13 ist, ist der Recurrent Code 18, was wahrscheinlich ein Fehler sein soll. Ja, im anderen Fall ist es nur das übliche Pattern, ist das, das ja dann wohl nicht so gut war. Okay. Was haben wir hier noch? Ach so, einfach noch ein paar schöne Funktionsheader, so für die Optik. Auch hier ein Feld für den Zustand, aber plus 1. Das ist schon fast nützlich. Wuhu. Ha, schade, Chaoskirche fast gekommen. Und dabei war es deine Frage, nein, egal. Tschüss. Hallo. Wollte ich da Konsistenz zeigen? Ich bin mir nicht sicher. Hier sind wir auch ein schöner Kasten. Numerisch umwandeln, ja. Damit man nämlich der Mach hier besser drauf arbeiten kann, so wie hier. Da, das ist sehr praktisch. Ach Gott. Die CD ist nur anders. Mhm. Hä? Ich mich verschieben? Oh nein. Hä? Wie kann ich mich zwischen den Dings? FDE. Ja, ach. Ach, FDW.
In auch hier, wie benutzen wir Elsys? Man kann das relativ weit spannen, das Problem. Ich muss dann mal meinen Spickzettel hier korrigieren. Ja, Magic Constance ist anders. Hier ist so eine Zeile, die ein paar Sachen vergleicht. What? Ich drücke mal 20 DJ, damit ich ein bisschen weiter nach unten komme. Das ist alles eine Zeile für die... Ich weiß nicht genau warum. Also man kann hier so K drücken, dann ist man wieder da. Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Ja, könnte sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Manchmal ist es einfach so Code über, man weiß nicht genau, zu welcher Funktion er gehört, aber früher war er wahrscheinlich nützlich, also bleibt er erstmal drin. Er ist immer hier unten, also kann man nicht so weit zurück tun. Weil es mich später verändert durch die IB geprüft. Was hier geschieht, ist, da werden Fehlercodes geprüft, denke ich. Es gibt den Fehlercode 1, es gibt den Fehlercode 2, es gibt den Fehlercode 3, den Fehlercode 4. Okay. Für möglichst effizientes Error-Handling, wenn man denn das Zwischenfunktion übergeben muss, leider. Warum gibt es diese wunderbare Funktion? Achso, wollt ihr auch so... Ja, das ist eine neue Variante für N und J. Es gibt noch einen Grund. Kann ich das einfach so kopieren? Ja. Ich habe mir halt zwei Files angeguckt. Es gibt nämlich, ich mache mal Wimdiff auf, die FDBSO03 und die FDBSO04010. Die sind die beiden Dateien, die machen etwas Ähnliches, möchte ich behaupten. Ja, die prüfen einmal die Kontrollanwendung und einige geringfügigen Geschäften. Aber jetzt der Unterschied. Der eine bekommt eine CANSK, wohingegen der andere eine CANSG bekommt. Leicht unterschiedliche Formatierung. Und auch hier, der Variablennamenänderung zieht sich durch. Und der Fehlercode ist anders. Warum? Also muss ich auch noch zumachen. Für den Fall, dass man nicht weiß, wie... Nach Codezeilen möglicherweise. Für den Fall, dass man vergessen hat, wie das ABC funktioniert, kann man hier nachgucken. Aber nicht nur hier. Manchmal sind noch sehr lehrreiche Erklärungen enthalten. Zum Beispiel hier. Was ist eigentlich Stristre? Stristre sucht den ersten Parameter nach dem zweiten Parameter. Null, wenn nichts gefunden. Pointer mit dem String, wenn gefunden. Dann kann man hier, DB ist vorhanden, das Ergebnis ist nicht 0. Dann, ja, DBU ist nicht vorhanden, das Ergebnis 0. Nein. Das ist schön, da kann man gleich verstehen, was eigentlich passiert. Ist das die einzige Stelle in dem Programm, wo es das drin benutzt wird? Nee, ich denke, oh, weiß ich nicht, wir können mal gucken. Im Wesentlichen. Nicht schlecht, dass du es auch mal erklärst. Ja. Abgabegrund 12 wird hier geprüft. Ich mag natürlich Kommentare, man hat keine Ahnung, worum es geht, aber der Code-Kontext hilft auch nur unwesentlich. Also ich mache gerade Build-Up-Down, nur so zur... Das ist halt alles ein bisschen ähnlich. Animation-C-Code, genau. Es gibt noch eine Helper... Ja? I2A, endlich, in der Helper-Funktions-C. Okay. Was macht eigentlich I2A? Wir erinnern uns, das kann nämlich verschiedene Basensysteme. Im Prinzip. Also eigentlich kann das mit dem Schema. Ja. Für manche Fälle funktioniert das zumindest. Ne? Also C wird sonst nicht weiter benutzt, außer dass man es manchmal platzen kann. Und sowas berechnet einer denn? Korrekt. Und eine Krankenversicherung und noch ein paar andere Sachen. Bundesanstalt für Arbeit und so alles mögliche. Ja. Es gibt aber. Tatsächlich Sachen aus oder prüft es nur die Eingabedaten? Das ist nur die prüfenden Eingabedaten. Ich. Ja, das ist okay. Nicht sicher, ob es. Ich befürchte, dass das dahinter nicht besser aussieht. Aber hier kann man zum Beispiel. Jetzt mal was Schönes. Das ist abstrakte Ressourcendefinition. Falls man irgendwelche Arten von Ressourcen hätte, dann würden die jetzt diese IDs bekommen. Das ist auch enthalten. Ich glaube, weil irgendjemand in der IDE aus den Knopf berührt hat. Bin nicht sicher. Manche Funktionen sind nicht kommentiert. Es gibt ja diese Kommentarblöcke, wo keine Funktion folgt. Es gibt auch umgekehrt. Funktion ohne Kommentar und ohne Nutzen. Gibt es zahlreiche.
Naja, sie haben es. Ja, genau. Ja, also, die haben es schon mal implementiert. Wenn sie sagen können, das erfüllt die Spezifikation dieser Tabelle. Achso, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Groß-Kleinschreibung zu konvertieren. Man muss nicht if benutzen, man kann auch switch benutzen, man kann alles auf unendlich verschiedene Arten und Weisen implementieren. Ja, und vorhin kam die Frage auf, wo wird das eigentlich alles benutzt? Wird das nicht mal irgendwas? Was macht man denn? Warum ist das so kacke? Ich glaube, das ist auch irgendwann den Leuten bei der Rentenversicherung aufgefallen. Dieser Code ist einfach nicht geil. Dieser Code wird für immer mein bestes Beispiel, also mal gucken, was noch so kommt aus der öffentlichen Hand, aber bisher ist es einfach mein bestes Beispiel für den schlechtmöglichsten Code. Und ja, ich glaube, jemand bei der Rentenkasse ist das aufgefallen. Denn wenn wir uns diese ganzen Changelogs mal angucken, dann enden die alle so 2014, 2015. Da hat irgendjemand beschlossen, das geht so nicht weiter. Haben sie alles in Visual Basic mal geschrieben? Nein, Visual Basic ist nicht gut. Ja, das haben sie alles in C++. Java neu geschrieben. Da ist noch ein... Ah, na klar. Ich mach das jetzt nicht wieder so lang. Ja, das ist jetzt mehrere Module. Es gibt das Modul A1 und das Modul Crips, die sind im Wesentlichen identisch, aber es gibt sie mehrfach. Man kann auch noch mehr Module runterladen, das habe ich mir aber gespart. Ich glaube, die haben irgendwas bei NPM abgeguckt oder so, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, es gibt alles da drin ganz oft. Ja, ich mache mal Mapping wieder an. Denn, nur weil es Java ist, ich muss glaube ich nach, nach A1 oder nach Crips. Bin mir natürlich jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es auch egal. Hier in der Rentenversicherung? Nein. Das ist bestimmt falsch abgebogen. Warum? Hä? Ach, ich bin dumm. Hier möchte ich sein. Sehen wir Rentenversicherung, keine Prüfung, first, eh. Anything not to like? Naja. Oh, mein Herr, liebe Shell, das kannst du nicht erledigen. Was? Doch, ganz bestimmt. Nein, das ist die falsche, ne? Ja. Hier würde ich sagen. Der Listentyp. Ich weiß nicht genau, was er kann, aber er kann den Speicherort. Man beachte die genaue Schreibweise von Speicherort. Das werden wir hier, jetzt ein kleines O. Denn nur, weil man jetzt alles in Java macht, heißt das nicht, dass man sich an die lang erprobte Praxis, alles inkonsistent zu machen, nicht halten könnte. Map-Typ, wohlgemerkt. Ich weiß nicht genau, was davon ein Map ist, aber es hat jedenfalls eine andere Signatur, denn es hat einen Speicherort. No one knows. Und auch hier BW02 Java. Die Dateinamen sind ebenfalls äußerst geistig genannt. Man kann auch Java schreiben, die man vorher 10 geschrieben hat. Das ist die gleiche. Du schreibst wie vorher, aber jetzt in Java. Sind die Kommentare auch gleich? Also kann man das verstehen, dass es da irgendwie von A nach B. Nein, ich sehe schon Rewrite. Also gibt es da auch eine T78-Funktion? Nein, ich glaube, es gibt sie nicht. Schade. Ja, wir können auch mal gucken. Das heißt, es gibt eine Lücke in der Prüfung bei T78. Jetzt kannst du endlich unbegrenzt Rente beziehen. sind wir schon drin? Ja. Was wollte ihr? T553 oder sowas, ne? Ja, das sollten jetzt natürlich Jahrhunderte. Was? Wie viel Code ist das? Das ist eine komplizierte Sache, sowas. Und ganz viel Jars. Und ganz viel XML und ganz viele Motten, alles. Okay, nee, gibt es nicht. Ah. Ich denke, es ist nicht von Ihnen. Wow. Ich bin hier auch nicht sicher. Sieht irgendwie verdächtig aus, ne? Hier habe ich noch ein Beispiel mit einer Zeilennummer. Ich bin gespannt, warum. Ja, man kann das einfach... Man kann einfach alles, was vorher schlecht war, wieder in Java machen. Es ist alles unbenommen. Naja. Self-contained. Self-contained. Ja, aber Batteries and Sulfuric Acid included. Aber echt, das ist... Ja, es geht halt. Ja, also man hat dann Rewrite gemacht, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob das ein Fortschritt war. Das war der Vortrag. Viel Spaß im Rente. Aber als ITler gibt es immer Code, den man besser machen kann. Gibt es Fragen? Oh, vielleicht ist das der Grund.
Wir müssen den Code besser machen. Deswegen okay. müssen wir hier nochmal ein paar Arbeitsstunden draufwerfen. Mhm. Na dann, ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch unterhalten zu haben. Ja.